Hallo, grüß euch, ich bin der Chris Eiwaschl aus Berchtesgaden und heute zeige ich euch mal Didgeridoo spielen aus Bayern. Da wird's mal eine gescheite Lippenpressung aufhören. Auf das afrikanische Didgeridoo gibt es seit 20.000 Jahren und dann macht das auch einen Ton. Das klingt dann wie ein knurrender Hund, auch Buku Buku in Afrika. Genau, ich zeige euch das. Das ist so beliebt, das Instrument. Die Leute reißen es mir aus der Hand. In Bayern sehr beliebt. Der Buku Buku klingt. Ich spiele es nochmal vor in C-Dur. Die Leute reißen sich darum. Es ist nach dem Furby und nach Pokémon der neueste Hit bei Jung und Alt. Auch die Tierwelt liebt es. Diese afrikanische Kultur ist ja bei uns sehr willkommen in Berchtesgaden. Ich spüre mal den Saubrackler Dick der Morsch. Die Leute zucken aus, das ist das Lieblingsstück der Menge. Auch sehr beliebt, Flo Time to Die von Merok. Hier sehen wir die Leute, wir gehen panisch darauf, sie wollen mir das abnehmen. Aber ich spiele auch eine Zugabe, das ist vom neuen Album, das heißt... Das geht folgend, na warten Sie, junge Dame, hören Sie sich erst an und da geht schon los. Es tut mir leid, Zugabe gibt es heute keine, die Leute zucken aus. Das war's mit dem Konzert. Ich habe mich anders entschieden. Die junge Dame möchte unerkannt bleiben. Das Buku Buku ist einfach ab 18 Jahren. Was halten Sie von der derzeitigen Wirtschaftslage? Wenn Sie finden, dass das neue Merok-Album ein Riesenerfolg wird, bitte antworten Sie mit einem Ja, ich danke Ihnen für das Interview. Ich gebe Ihnen da jetzt auch die Hand. So, bitte, grüß Sie. Und auf Wiedersehen aus dem Studio.